بسم الله الرحمن الرحيم. Mindset dieser Dünya im Moment, mein Bruder, wenn sie sprechen könnte, sie würde jetzt zu uns definitiv sagen: Leute, ich bin am Ende. Die Dünya, die spricht zu uns, mein Bruder. Wenn du die Dünya dir mit der Perspektive von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam einmal anschauen würdest, sie sagt zu uns etwas im Moment. Sie sagt: Leute, es geht Richtung Ende. Es ist nicht mehr lange. Letztes Jahr, Heuschneckenplage, Ameisenplage, Corona, Vulkanausbruch, Menschen sind durchgedreht, Menschen knallen Menschen einfach ohne Grund ab. Diese Erde ist am Zerfetzen, Bruder. Sie ist am Ende. Davon kannst du ausgehen. Wir sind die Umma von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dies bedeutet für uns, wir sind die Umma der Endzeit, mein Bruder. Wenn die Menschen heute so viel Suizidgedanken haben, so viel Depressionen wir haben, so viel kranke Menschen haben, Krankheiten haben, die die Erde vor 20 Jahren, 30 Jahren noch nicht mehr gesehen hat, dann ist die Erde der Endzeit, mein Bruder. Denn wir sind die Umma der Endzeit. Das muss uns bewusst sein. Der Mensch, der nicht weiß, was er ist, wer er ist, was mit ihm geschieht, wird mega Probleme bekommen. Der nachts alleine zu Hause ist, damit er ein paar glückliche Momente hat, sich Drogen reinzieht, das ist Dünya, mein Bruder, im Moment. Jeder Zweite, den ich sehe, der an mir vorbeiläuft, ein junger Mann ist, der kifft, mein Bruder. Ja, wenn du an mir 5 Kilometer weiter weg, ich sehe dich doch, ich sehe deine Augen, was passiert ist, ich sehe deinen Zustand, ich sehe deine Bewegungen, ich sehe deine Hippeligkeit, ich sehe daran, dass du, wie dein Körper sich bewegt, sehe ich, dass du bekifft bist. Ich weiß ganz genau, wenn du die 3 Snickers auf einmal reindrückst, dass du vorher einen Joint gezogen hast. Du kannst mir keine Nikolaus-Geschichten erzählen. Und wenn jeder Zweite so aussieht und wenn jeder denkt, dass er sich durch diesen Joint ziehen ein paar glückliche Momente haben kann, dann Prost Mahlzeit, würde ich sagen. Ich möchte aber uns nicht diesen Kick für den Augenblick geben. Ich möchte den Kick geben, dass du heute hier rausgehst, Biesen, damit Allah es dir erlaubt und sagen kannst: Leute, ich muss mich verändern, es muss was geschehen. Ich muss mit diesem Mindset hier heute rausgehen. Wir alle müssen uns verändern, Bruder. Denn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sein Kommen und sein Gehen ist das erste Zeichen der Endzeit. Sein Kommen und sein Gehen. Wir können jetzt sagen: Ja, Bruder, Mond gespaltet, natürlich auch die Endzeit, Bruder. Aber als man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragt: Ja, Rasulullah, wann ist dieser Tag? Antwort: Speichern, Bruder, Mindset. Schwester, bestes Mindset. Was hast du für diesen Tag vorbereitet? Ein besseres Mindset gibt es nicht. Wenn du jetzt sagst: Ja, Bruder, es gibt noch diese 10 großen Zeichen, Dajjal, Messias, Isa alaihi salam, Jesus wird kommen, er wird alles zerfetzen. Bruder, guck erst vor deiner Nase, was gerade geschieht. Wenn du auf Dajjal wartest und Messias wartest und Isa a.s. wartest, könnte es für dich vielleicht zu spät werden. Allahu a'lam. Allah weiß, wann dieser Tag ist, mein Bruder. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.